Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Not Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Melody und ihren aktuell zwei Kindern im Haushalt. Es ist sehr ruhig hier gerade. Und das Kind stinkt hardcore. Vielleicht sollten wir es einmal waschen. Wir sind eventuell zum letzten Mal schwanger, je nachdem, ob wir jetzt drei Kinder kriegen oder nicht. Und ich bin nicht bereit dafür. Denn das bedeutet letztendlich ja auch, dass Melody dann zu Omi wird. Omi? Omi? Egal. Für Melody sollte das auf jeden Fall erstmal relativ entspannt sein. Oh, liebt Wasser. Süß. Sehr schön, Cletus. Level 2 der Denkfähigkeit. Das ist schon mal sehr schön. Warum ist diese Frau einfach random in diesem Haus? Als ob er schon wieder so müde ist. Mann, oh Mann. Aber egal. Wir haben eigentlich gerade alle Zeit der Welt. So, sie platzt auf jeden Fall auch bald. Und er muss sich gleich auch nochmal hinhauen. Na gut. Oh, die Wehen. Oh. Vielleicht speichere ich vorher. Baby im Krankenhaus bekommen. Ein allerletztes Mal vielleicht. Eventuell. Ich weiß es noch nicht. Es kommt darauf an, ob es jetzt drei Kinder sind oder nicht. Aber irgendwie, ich gehe so ein bisschen davon aus. Ich weiß nicht, aber ich habe es im Gefühl. Sie gönnt sich erstmal einen Kaffee. Nee, doch nicht. Okay, let's go. Ein Mädchen. Ist Baby Nummer 98. Maeve nennen wir sie. Es ist noch ein Mädchen. Baby Nummer 99. Nennen wir Lexi. Oh, Baby 100. Nennen wir sie Million. I can't believe this. Triple Play, Alter. 99 plus. Es sind also 100. I can't believe this. Aber noch ist die Challenge ja nicht abgeschlossen. Wir haben die Kinder ja noch nicht großgezogen. Das wird jetzt unsere letzte Challenge quasi. Aber ich werde richtig reingrinden, Leute. Aber zuallererst wollte ich Melody altern lassen, aber wir haben schon wieder keinen Kuchen. Dann wird er eben halt zubereitet. Weil die Kiddies haben es ja auch fast. Ich meine, den Babys geht es ja jetzt gerade gut. Müssen wir uns keine Gedanken machen. Ich habe gesagt, euch geht's gut. Hör auf zu heulen. So, Cletus, jetzt beweg dich noch ein ganz bisschen. Dann kannst du nämlich auch direkt danach gealtert werden. Yes. So, aber erstmal hat Melody natürlich Geburtstag. Happy Birthday! Ah! Es ist ein bisschen unwahr irgendwie. Ah! Dann brauchen wir neue Kerzen aber danach. Yay! Melody ist älter geworden. Sie kriegt gefühlt von jedem ihrer Kinder ein Geschenk. So. Und Cletus, let's go. Oh, und du auch. Jawohl. Beide. Einfach beide. Ich bin so stolz. Du musst deine neuen Geschwisterkinder nicht treffen. Du hast Geburtstag. Happy Birthday to you. Yay, und er ist ein Geek. Und möchte Geist und Körper beherrschen. So, und Davian. Happy Birthday to you. Und er ist ein Slop, Chaot heißt es auf Deutsch. Oh, der ist motorisch. Ich würde sagen, wir begeben uns in den Cars. Und Melody kriegt natürlich dann auch ein Umstyling. Zumindest ein kleines. Thank you.
Sie hat einen Omi-Look. Ah! So, und ihr Kiddies, ihr könnt euch eigentlich schon mal direkt hier an eure Sachen setzen. Ich habe ihr halt eine bequemere Hose gegeben, weil alte Menschen tragen halt nicht mehr so oft sowas, wo dann so Gürtel und hier und da, weil es soll halt möglichst bequem sein im Alltag, ne? Die gute Frau hat jetzt ja auch ein paar Wehwehchen wahrscheinlich. Ich bin so stolz auf euch. Ja! Ihr seid so Hammer, beide Level 4, ey. Ihr seid einfach krass. Oh, das sieht so süß aus an ihr. I love it. Immerhin machen die autonom mittlerweile die richtigen Sachen. Sie fühlt sich unwohl, weil sie gestillt hat. Naja, bei so einer alten Brust. Nach 100 Kindern, ne? Level 10 in Logik. Ich versuche jetzt noch so viel mit ihr zu machen, wie es geht, weil ich das einfach so geil finde. Alle schlafen. Ich ersetze jetzt auch einfach immer alles, weil wen juckt's. Mondwahn, okay. Das sieht so lecker aus hier immer, ne? Uiuiuiui. Ach, Süßis. Spaßvögel, ey. Diese Kinder stressen mich jetzt schon. Aber das ist okay. Es ist okay. Es ist das letzte Mal, dass wir leiden. Melody ist einfach komplett stressed out. I'm sorry, girl. Oh, scheiße. Ich habe vergessen, die Kinder zu altern. Dann können wir das halt jetzt tun. Das wird auch nochmal ganz kritisch, glaube ich. Happy Birthday! Und schwupps, Million ist zappelig. Und Lexi hat natürlich auch Geburtstag. Und sie ist vorsichtig. Oh. Ein Kind fehlt noch. Happy Birthday! Und sie ist sensibel. Like me. Auf geht's nochmal in den Cars. War eine Speedy-Umstyle-Runde. Mama, habt ihr alle Hunger? I can't do this. Beim Mampfen pieseln, Alter. Ich rast aus. Ist mir jetzt egal, geh schlafen. Ich hab mir auch gedacht, eigentlich müsste es schlau sein, damit die alle besser einschlafen können. Ich dachte, man kann das hier oben draufstellen. Warum kann man das hier nicht hinstellen? Fliegt ein bisschen, aber fällt doch nicht weiter auf. Hier von Melody ins Bett gebracht werden. Und dann schalten wir das hier ein. Schlafliedersender. Blähungen. Kuschelig einschlafen. Oh. Das eine Kind schläft halt auf dem Boden. Naja, Dinge passieren. Frühaufsteher. Oh mein Gott. Sis Struggle. Warum steht ihr im Tisch? Wenn es euch hier so stresst, dass es hier so eklig ist, dann räumt doch auf. So, kann Melody jetzt vielleicht sich mal wieder um sich kümmern oder was hier los? Aber trotz Omi hat sie so einen krassen Body, ne? Sie ist es einfach, Girl. Sie mag Schlafliedersender. Toll. Ist hier zwar nur für die Kiddies, aber egal. Und wenn die dann Kleinkinder sind, können wir den ja da hinten hinschmeißen. Vielleicht schlafen die dann auch besser ein. Oh, ein Kitty ist schon wach. Hallo, kleine Maus. Melody ist krank. Schade. I wanna do some tummy time. Und sie hasst die Weckzeit auch noch. Sorry. Wir können uns leider nur um ein Kind auf einmal kümmern. Million hasst es, gehalten zu werden. Säuglinge können ganz schön anstrengend sein, besonders für frisch gebackene Eltern. Ich habe mich auf Kinderbetreuung spezialisiert und bereits vielen Familien in deiner Nachbarschaft geholfen. Ich würde dir gerne ein paar Tage unter die Arme greifen, falls du bereit bist, mich bei dir wohnen zu lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Cheaten ist, aber klar. Komm. Sie hat auf jeden Fall sehr viel Spaß in ihrem Leben. Finde ich süß. Diese Mama, ich will noch mehr. Eleanor Sullivan. Okay. Bin gespannt, wann sie hier aufkreuzt. Süß. Maeve lächelt und kichert ständig und kann nicht aufhören, wenn Melody in der Nähe ist. Was für eine erstaunliche Bindung. Süß. Gut, dann ist die andere wenigstens da hinten. Das ist sehr schön. Nachts durchschlafen, Lexi. Richtig gut, dann hat sie nämlich den Meilenstein auf jeden Fall schon. Da müssen wir sie theoretisch gar nicht baden. Und dann möchte sie ins Bett gebracht werden. Schon wieder. Alle 3 Sekunden schlafen die, ja. Okay, sie möchte auch schlafen, dann kann sie einfach hier in die Haia gehen. Ich meine, keiner hat gesagt, dass das hier ein Deal ist, dass die im Bett schlafen müssen. Windelplatzer. Na komm, weiter. Yay, Lexi. Maeve, warum? Jetzt fehlt nur noch Feinmotorik. Da dieses Kind jetzt da schläft, bräuchten wir vielleicht eine zweite Matte. So, dann kann sie sich Spielzeug ansehen. Oh, Lexi, du bist es, Girl. Happy Birthday to you. Und Eleanor ist auch endlich da. Jo, kleine Maus. Unabhängig. Oh, ich heul. Meilenstein, erste Besucher. Naja, immerhin kann sie jetzt helfen mit dem Füttern und so. Das ist richtig gut. Maeve. Girlie, es fehlt nur noch Grobmotorik. Komm, gönn dir
ein bisschen Bauchzeit und dann ist alles supi. Maeve! Und Millian? Ach so, nee, Millian hat nur ganz viele erste Male Sachen. Dann möchte sie natürlich von Eleanor da hinten hingetragen werden, damit sie dann das Spielzeug ansehen kann. Happy Birthday, Girl! So, und sie ist auch unabhängig, oh mein Gott! Sie hatte vorher schwarze Haare, excusez-moi. Yes, Girl! Komm, kannst du sie fragen, ob ihr Bauchzeit wollt? Nee, dann muss Mutti das selber machen. Obwohl Mutti richtig dead inside ist. Millian, du machst das super. Okay, Millian möchte schlafen. Dann gehen die higher. Wir müssen auch. Aber ich will, dass sie heute noch fertig machen. Cletus und David müssen gleich in der Schule. Die kleine Maus ist schon wach. Und das kann hier unten einfach stehen. So, Millian geht's auf jeden Fall besser. Yes, Millian. Oh mein Gott, ich habe vergessen, auf den Kuchen Kerzen zu machen. Nee. Du sollst den Kuchen machen, Fräulein. So, Kerzen. So, und jetzt let's go. Happy Birthday to you. Juhu, und sie ist... Oh, heikel. Naja, passiert, ne? Oh mein Gott. Egal, dann müssen wir halt noch mehr Kuchen machen und wir haben bessere Noten und wir haben noch mehr Projekte und ich danke. Ihr seid großartig. Natürlich nur zwei Oberschüler, aber das ist ja trotzdem mega gut. Mit der knackigen Melodie hier beenden wir dann den Part. Im nächsten Part geht es dann natürlich das Umstyling von den Kleinkindern und eventuell ist es auch der letzte Part. Mal gucken, wie sehr wir reinhasseln werden. Aber es könnte schon sein, dass es ausreicht. Ansonsten machen wir noch ein Part, das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich bin schon sehr gespannt. Wir haben jetzt unsere 100 Kinder bekommen. Es ist fucking crazy einfach nur. I can't believe this. Und ich bin froh, dass wir es so weit geschafft haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.